So, ihr Kombi-Schlawiner, willkommen zurück auf Fahrdoch und heute mal wieder mit einem mag ich und mag ich nicht Video. Zu diesem Fahrzeug hier, schaut mal. Ich habe euch heute den Skoda Octavia RS mitgebracht mit dem 2 Liter TSI Motor, sprich 245 PS sind am Start, dazu auch noch 370 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf die Vorderachse plus 7 Gang DSG. Und natürlich als Kombi, bam. Und ganz ehrlich, mir ist aufgefallen, das Auto ist extrem beliebt bei euch. Und für mich persönlich hat das Auto sich in den letzten Jahren echt etabliert als der Go-To-Pampers-Bomber, der für den Alltag und für die Langstrecke wirklich wie gemacht ist. Und dazu auch noch so diese gewisse Portion Bums dazu bekommt oder hat. Klar, die E63-T-Modellfahrer und auch die RS6-Fahrer, die werden jetzt aufschreien, wie kannst du das sagen, hier Power-Kombi, bla bla. Ganz ruhig bleiben, ihr seid in einer ganz anderen Liga als der hier. Und vor allem bei den Spritpreisen, die wir im Moment haben, kannst du halt nicht vergleichen. Ne? Aber bevor ich jetzt meinen Langstreckenhintern in die RS-Schalensitze hineinschwinge, hätte ich gesagt, machen wir noch einen ganz kurzen Rundgang ums Auto. Da wechsle ich ganz kurz die Kamera. Zack, da sieht er gleich viel besser aus. Und zwar, es ist der MK4. Er ist nochmal schnittiger geworden im Vergleich zum MK3. Die typische Skoda-Front. Große Grill mit dem kleinen Bettchen für das Skoda-Logo. Plus natürlich darf nicht fehlen das VRS-Logo. Schön. Ein paar schwarze Akzente. Das hier hat sich ja auch schon bei den Vorgängern so ein bisschen etabliert, gell? Dieser Zacken da. Und dazu auch noch schön flach gezeichnete LED-Scheinwerfer. Hier, Skoda Crystal Lighting, sehr fancy. Aber schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Da sind ja auch extrem viele Streits im Internet entbrannt, welcher denn jetzt am Ende schöner ist. Es gibt einige von euch, die sagen, ach, der MK3 als Facelift, sprich der mit den E-Klasse Scheinwerfern, also wo jetzt hier nochmal so ein Ding drin ist oder das geteilt ist. Oder halt jetzt der MK4. Ich bin mal gespannt, wer da das Rennen macht. Ich habe so eine gewisse Tendenz. Aber die sage ich euch jetzt nicht. Aber wenn wir mal so weiter wandern, das wollte ich euch nochmal zeigen. Guck mal, er ist richtig kantig. Ne? Hier ist eine Kante, da ist eine Kante. Da sind wir schon bei 2, 3, 4, 5, 6 und ja, nehmen wir noch 7 mit. Also da scheint David Coulthard schon fast rund dagegen zu sein. Aber wenn wir mal nach hinten wandern, ein langer Kollege. Ne? 4,70 Meter ist er lang, schön langer Radstand. Jetzt auch mit den Felgen. Wir haben jetzt die Winterfelgen am Start. Normalerweise wären es diese geilen 19 Zoll Altair-Felgen. Die finde ich persönlich sehr hübsch. Und was dazu auch nicht fehlen darf, rote Bremssättel. Und guck mal, das finde ich immer wieder geil. Ganz frische Bremsen, ne? Das ist schon lecker. Und ja, beim Heck haben wir es ähnlich. Schön kantig, 3D gezeichnete Scheinwerfer. Alter, das ist auch nicht gut, ne? Der Wagen hat keine 2000 Kilometer auf der Uhr. Ui. Naja. Hier, sehr prominenter Dachkantenspoiler. Guck mal. Das ist, also das siehst du, wenn er vorbeifährt, sieht das gar nicht so schlimm aus. Oder nicht schlimm, aber halt so groß aus. Aber guck mal, meine Hand, ne? Ja, schon ein dicker Oschi. Und was darf bei einem Power-Kombi natürlich nicht fehlen? Fette Endrohre, die keine fetten Endrohre sind, sondern eigentlich nur Blenden. Da hinten ist irgendwo so ein Röhrchen. Aber so generell finde ich ihn ganz schön hübsch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. So, dann würde ich mal sagen, wir fahren ihn jetzt mal schön an die Waschstraße, weil schaut mal, ja, schwarzwälderischer Winter hat mal wieder zugeschlagen. Wir putzen ihn mal und dann erzähle ich euch, was ich mag und was ich nicht mag. Los geht's. So, liebe Zuschauer, wir müssen wohl oder übel mit dem unangenehmen Teil dieses Videos beginnen. Und zwar mit den Sachen, die ich nicht mag hier am Skoda Octavia RS Kombi. Und zwar Punkt Nummer 1 ist ganz klar die Bedienung des Bildschirmes. Das elendige Thema bei der MQB Evo Plattform. Ihr kennt es, ich habe mich schon öfters darüber aufgeregt. Es ist nach wie vor nicht sehr gut. Es ist besser geworden, ganz klar, mit Software-Updates. Das Ganze ein bisschen schneller geworden. Aber wenn man mal guckt, ich glaube, es war die Auto, Motor und Sport, die hat mal gemessen, wenn man den Wagen in der Früh mal anmacht, ne, dauert es im Schnitt 17 Sekunden, bis der Bildschirm da ist. Und ganz ehrlich, das nervt einfach nur. Es ist ein Auto für den Alltag und da muss er schnell da sein. Es passiert einfach nicht.
Auch wenn der Innenraum echt geil ist, also ich setze mich hier gerne rein. Es sieht modern, flippig, sportlich aus, vor allem mit den RS-Schalensitzen. Und generell die Bedienung auch ist gut. Aber es dauert manchmal einfach. Das ist so krass. Also wenn du jetzt hier in Sport gehen willst oder in Eco gehen willst, keine Ahnung, das ist aus irgendeinem Grund eilig. Dann hat er halt manchmal den Tag, wo er sagt so, nö. Muss erstmal eine halbe Minute warten, ne? Und das geht einfach nicht in der heutigen Zeit. Und hinzu kommt noch deine Touchbar hier für die Lautstärke, was an sich auch sehr cool ist. Also das gefällt mir fest, sieht schön an. Aber da ist auch der Punkt, in der Nacht ist der nicht beleuchtet. Das heißt, wenn du Lautstärke leise machen willst in der Nacht, kannst du es so gut wie knicken. Ja, als Fahrer ist es nicht so schlimm, du hast hier dein Drehrädchen, ne? Da kannst du die Lautstärke leise machen, wunderbar. Aber mir ist es persönlich aufgefallen, meine Frau ist gefahren, ich saß daneben, wir haben getankt, bei den heutigen Spritpreisen getankt. Aber es war dann echt so, auf einmal ging die Verkehrsdurchsage an und ich wollte es irgendwie ausmachen und musste erstmal wirklich suchen, wo diese Touchbar ist, weil die einfach nicht beleuchtet ist. Also Freunde von Skoda und Ingenieure von Skoda, fürs Facelift bitte da irgendwas Beleuchtetes hinmachen, weil das nervt einfach nur. Punkt Nummer 2 ist ganz klar, dieser ekelhafte Motorensoundgenerator. Halleluja, Freunde. Also ich habe mich schon im letzten Video über den Skoda Octavia RS aufgeregt. Es ist nach wie vor schrecklich. Hört mal hin. Ich bin die ganze Zeit in Eco unterwegs, damit man den nicht hört. Ne? Aber wenn ich auf Mode gehe und auf Sport, Achtung. Ja, hast du einfach diesen Pseudo V8 ekelhaft billigen Soundgenerator am Start. Horcht mal hin. Nein, nein, warum denn? Es ist nur ein 2 Liter TSI und lass denn auch ein 2 Liter TSI sein. Das passt, das ist okay. Aber dieser Pseudo V8 Sound geht mir tierisch auf den Sack. Und du kannst ihn auch irgendwo nicht ausschalten. Klar, du kannst in Eco gehen, dann ist er weg. Aber wenn ich mal sportlich fahren will und in Sport gehe, ist er sofort an. Und dazu auch noch, jetzt könnt ihr sagen, ja, aber stell es dir doch so ein in Individual, damit er aus ist. Klar, aber ich werde Individual nicht immer auf sportlich einstellen, sondern so, wie ich es halt haben will. Sprich, die Lenkung auch mal so ein bisschen sanfter, Fahrwerk vielleicht ein bisschen sportlicher. Und das nervt einfach. Und der schlimmste Punkt ist ganz klar, wenn du den Wagen in Eco abstellst, ja, dann hoffst du, dass du am nächsten Morgen ihn auch wieder in Eco starten kannst. Vergiss es, das kannst du knicken. Du machst den Motor an und er ist wieder normal und hast einen möchte gern V8 Sound. Schrecklich. Punkt Nummer 3 ist der Motor. Und hier muss ich so ein bisschen ausholen, weil an sich ist der Motor gut. Es ist der altbekannte 2 Liter TSI Motor VW EA888 mit 245 PS, mit 370 Newtonmeter Drehmoment und die Zahlen sind auch wirklich ordentlich. 6,7 Sekunden auf 100, 250 km/h Spitze und wir können es auch gerne mal ausprobieren. Schön mal eine Launchy-Wanchy. Sport, ESC aus, dauert auch erstmal 4 Jahre, bis du ESC ausgemacht hast. Harte die Bremse, Vollgas, Launch Control und Feuer. Ja, ein bisschen Wheelspin hat er immer, klar. Ah, 70, 80, 90, 100. Jo, das ist gut. Das ist wirklich auch, wir haben es auch gemessen, der ist schneller als Werksangabe. Das ist schon, das passt. Klar, 370 Newtonmeter auf die Vorderachse mit Winterreifen kriegt er natürlich die Power nicht auf den Boden. Was mich aber echt auch stört, das hatte auch der Testwagen letztes Jahr. Ich dachte erst, das ist einfach abhängig von Temperatur und irgendwie den Umständen. Der Übergang vom ersten in den zweiten Gang bei der Launch Control, da tut er sich jedes Mal extrem schwer. Ne? Ein bisschen unsouverän, sage ich euch. Also da machen es die Gölfe ganz klar besser und souveräner. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, man gewöhnt sich relativ schnell an die Power. Also der ist schnell, ganz klar. Auch auf der Langstrecke, wenn du mal auf der Autobahn durchheizen willst, geht das wunderbar. Du hast nie irgendwie Power Lag und auch ein schön konstantes Beschleunigungsbild, weil du hast einfach das Drehmomentband ist so lang wie Timbuktu, weißt du? Ab 1700 bis 4300 Umdrehungen hast du deine 370 Newtonmeter. Passt. Aber ich merke es so ein bisschen, je länger ich den Wagen fahre, und das darf jetzt auch die Presseabteilung von Skoda nicht wissen, ich würde nicht lange zögern, wenn ich den Wagen gekauft habe, ihn dann doch ein bisschen schneller machen zu wollen. Das geht ja mit dem VW EA888. Kannst du bis 350 PS gehen? Pff, überhaupt kein Stress. So weit würde ich nicht gehen, aber so ein bisschen mehr geht immer. Oder wie Niki Schelle sagen würde, ein bisschen PS mehr geht all dabei.
Und der letzte Punkt, den ich dich mag, ist der Preis von diesem Fahrzeug. Denn der Skoda Octavia RS mit dem 2 Liter TSI als Kombi, als Handschalter, geht los ab 41.300. Wenn du noch das 7-Gang DSG dazu buchst, bist du bei 41.900 Euro. Und wenn du mal so ein bisschen durchkonfigurierst, human durchkonfigurierst, ne, dann landest du schnell bei deinen 50.000 Euro. Und so wie der hier, ist auch, was sag ich mal, human konfiguriert, sprich nicht volle Hütte, also kein Panoramadach, keine Anhängerkupplung. Es ist schon wieder verdammt viel Geld, Freunde, das sage ich euch, 50.000 Euro für einen Skoda. Ja, es ist der RS und ja, du hast extrem viel serienmäßig dabei, aber trotzdem, guck mal hier die Mittelkonsole, festhalten. Da brennt der Geldbeutel, ne? Der brennt so richtig. Preise sind zu teuer, ganz klar. Und wenn ihr es bis hierher geschafft habt, darüber bin ich erstmal sehr glücklich. Und zum Zweiten hätte ich gesagt, lasst doch mal an der Stelle gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Und dann kommen wir zu den Sachen, die mir gut gefallen hier am Skoda Octavia RS Kombi. Und zwar Punkt Nummer 1 sind ganz klar die Skoda Gadgets. Nach wie vor sehr lustig, die ganzen Sachen, zum Beispiel hier der Eiskratzer im Tankdeckel, super praktisch im Winter, auch da, ich kenne das von mir, von anderen Fahrzeugen, das Ding liegt ja irgendwie überall rum, ne? Und dann machst du dir dein Handschuhfach auf, dann fällt es raus, da hinten super verstaut, finde ich eine ordentliche Lösung. Und dazu auch noch, Rolls-Royce lässt grüßen, du hast hier deinen Regenschirm in der Tür drin, auch da super praktisch, steigst aus, es regnet wie Hölle, zack, musst dich weit greifen. Wunderbar. Und dazu auch noch hier und da ein paar Spielereien im Kofferraum. Es ist nach wie vor so ein praktisches Go-Go-Gadget-Mobil, ne? So ein Skoda. Oder vor allem auch der Skoda Octavia. Finde ich super. Und Punkt Nummer 2 knüpft da fast nahtlos an den Gadgets an. Und das ist für mich auch so typisch Skoda. Und zwar ist es das Platzangebot. Ganz klar. Wir haben 640 Liter am Start, Freunde. Und wenn du hinten auch noch die Sitze umklappst, bist du bei 1700 Liter Kofferraumvolumen. Also da können Dreier Touring und Audi A4 Avant bei weitem nicht mithalten. Das ist schon top. Und hinten kannst du auch noch ganz entspannt sitzen. Ich mit 1,80 habe genügend Beinfreiheit. Kopffreiheit ist so ein bisschen, also da habe ich gedacht, da habe ich den Octavia so ein bisschen platzangeboterischer im Kopf noch. Ne? Also Kopffreiheit ist so, wenn du nicht größer bist als 1,85, kannst du hinten wunderbar sitzen. Ab 1,90, denke ich mal, stoßt du oben an. Ne? Fremdkontakt mit dem Dach. Und Punkt Nummer 3 bei den Sachen, die ich mag, ist einfach diese Vielfältigkeit, wie du deinen Octavia RS konfigurieren kannst. Also, du hast die Auswahl aus Kombi und Limousine, dazu auch noch beim TSI ein Handschalter und 7-Gang DSG und dazu kommt auch noch ein Plug-in-Hybrid, wenn du jetzt nicht so sehr auf die Kacke hauen willst, wie zum Beispiel hier mit den 245 PS. Und auf der anderen Seite, was mir persönlich für die Langstrecke auch gut gefällt, gut, mit den heutigen Sprit- und Dieselpreisen kannst du es ein bisschen vergessen, aber du hast auch noch einen 2 Liter TDI am Start mit Allrad, den es aber nur mit 7-Gang DSG gibt. Und das finde ich geil, weil du kannst wirklich, je nachdem welcher Typ du bist und wie lustig du bist, kannst du dir deinen Skoda Octavia RS ganz genau raussuchen. Ja, und damit sind wir schon wieder am letzten Punkt angelangt hier bei den Sachen, die ich mag. Und das ist ganz klar diese Spreizung aus absoluter Gemütlichkeit und Langstrecke und Alltagstauglichkeit mit auf der anderen Seite diese gewisse Portion Sportlichkeit, sprich nicht nur das Fahrerische, sondern auch die Optik. Und auch auf der Langstrecke Alltag und diese Gemütlichkeit, das ist einfach sein Ding. Ganz ehrlich, ich fahre den Wagen so entspannt. Wenn du in Eco bist und dich dieser bescheuerte Soundgenerator nicht anbrüllt und anbellt, dann kannst du hier Strecke machen, völlig entspannt. Zwar sind das Schalensitze hier, aber 500, 600 Kilometer am Stück kannst du durchaus machen und Verbrauch ist auch wirklich okay. Es ist der 2 Liter TSI mit 245 PS, aber so im normalen Gebrauch, wenn du nicht die ganze Zeit eskalierst, bist du so bei 8 bis 8,5 Liter und dann kannst du ordentlich Strecke machen. Und was mich fasziniert hat, wir haben noch nicht mal die Akustikverglasung hier drin und trotzdem ist es generell schön ruhig. Also Langstrecke, Gemütlichkeit, Autobahn, das ist für mich Octavia RS. Und falls du dann doch mal irgendeinen Schleicher überholen musst, ne? Martin Schneider lässt grüßen, dann latscht er rein. Der Turbo macht sein Ding und dann zieht er ab, wunderbar. Und dazu auch noch, wenn du ein bisschen Kurvenspaß haben willst, guckst du längst mal so ein bisschen ein.
Er ist zwar nicht so sportlich knackig abgestimmt wie ein Cupra oder auch wie ein GTI oder auch ein Golf R. Willst du aber auch gar nicht, das ist auch typisch Octavia Rest, finde ich, so diese Restgemütlichkeit im Fahrwerk drin. Aber auch da, wenn du mal so längere Kurven fahren willst, das macht schon Spaß. So, da habt ihr es, Freunde. Das waren meine Punkte, die ich mag und die ich nicht mag hier am Skoda Octavia RS Kombi. Und ganz ehrlich, es ist nach wie vor ein solides Auto. Wie gesagt, für die Langstrecke geboren. Und wenn man ab und zu mal ein bisschen Spaß haben will, ein bisschen Gas geben will. Die Optik ist nice. Hier drinnen sieht es auch cool aus. Ihr habt ja meine Punkte gehört, die ich nicht mag. Ich glaube, die waren ziemlich deutlich. Aber schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Seid ihr meiner Meinung, also mit den Sachen, die ich mag und die ich nicht mag? Oder sagt ihr ganz ehrlich, Gerrit, ich denke da ganz anders über den Wagen? Deshalb bin ich sehr gespannt. Und schreibt mal generell unten in die Kommentare, was haltet ihr vom Skoda Octavia RS? Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst natürlich ein Like und natürlich auch ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Langstrecken-Power-Kombi-Video. Genau. Jessica Fee.